Hey ho Leute, willkommen zurück bei Magic 2014. Wir behalten diese Karte in Hand hier einfach mal und am Anfang holen wir uns erstmal direkt schön ein Gebirge. Wir können direkt in der zweiten Runde die erste Remasuri-Kreatur spielen, und zwar den Jagd-Remasuri. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ziemlich gutes Ding. Da können wir dann nämlich schon mal seine ersten Angriffe notfalls abblocken. Ihr wisst es ja selbst, er hat ja so ein paar Kreaturen, die er ziemlich schnell rausspielen kann. Und deswegen, zack, hauen wir jetzt den Jagd-Remasuri hinterher. Und nächste Runde kann ich dann schon angreifen, und zwar mit zwei Kreaturen, weil wir haben dort noch den Remasuri, der uns Eile verschafft. So, mal gucken. Jetzt spielt er, glaube ich, die beiden Spielsteine. Ja, genau. Das macht er immer ganz gerne mal am Anfang. Ist diesmal aber nicht ganz so wild wie die letzten Male. Und ja, direkt den anderen Remasuri hinterher. Und jetzt können wir schon mal direkt für 5 Schadenspunkte angreifen. Wenn das nicht schon mal was ist, dann weiß ich auch nicht, was ihr erwartet hier von mir. So, er blockt direkt den Jagd-Remasuri ab. Kann er gerne machen. Ist zwar ein bisschen schade jetzt, weil der dann tot ist. Na, vielleicht war das doch mal wieder dumm von mir. Vielleicht hätte ich nur mit dem Dreier angreifen sollen. Oh Mann. Und ja, jetzt klaut der direkt wieder eine Kreatur, ey. Lecco mio. Lecco mio, das ist doch scheiße. Na gut, egal, wir spielen. Wie viel braucht der hier nochmal? Der braucht 6, okay. 6 Länder, das kriege ich eh nicht hin nächste Runde. Deswegen spielen wir einfach mal den hier wieder raus, der auch wieder mit Eile gesegnet ist und auch die Eile direkt nutzt zum Angriff. So, jetzt darf man gespannt sein, was er jetzt in dieser Runde spielen wird. Weil wir ja ganz genau wissen... Oh ne, der hat nichts. Okay, das ist auch mal interessant. Und wir haben hier noch einmal Kultivieren am Start. So, was holen wir uns dann jetzt? Meinetwegen einen Wald und eine Ebene. Ist eigentlich eh egal. Wir haben hier hinten nämlich nochmal das Kultivieren. Das heißt, nächste Runde... Kann ich das Artefakt vielleicht rausbringen? Ne, doch nicht. Reicht leider nicht. Also nächste Runde immer noch nur der eine Remasuri draußen. Aber danach dann direkt der 6-6er. Und der verstärkt den hier ja zusätzlich auch nochmal mit. So, jetzt kommt hier Fliegend, Erstschlag, Lebensverknüpfung und Schutz vor Dämonen und Drachen. Er immer mit seinen scheiß fliegenden Kreaturen, ne? Ganz ehrlich. Da kann ich nämlich fast gar nichts gegen machen. Oh. Oh, obwohl, warte mal, ich könnte den ja jetzt schon rausspielen. 3-3. Okay, machen wir. Das machen wir. Und die 6-6er-Kreatur, die kann jetzt eigentlich auch angreifen. Zaubern kann der nämlich eh nicht mehr. Den greife ich einfach hiermit mal an. Mal schauen, ob er... Nee, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn er den Engel direkt geopfert hätte. So, mal schauen, was jetzt kommt. Jetzt mal so schön Weg ins Exil oder so. Nein, noch eine fliegende. Ah, zerstöre alle getappten Kreaturen. Der alte Homo-Fürst. Oh nein, ey. Jetzt hatte ich endlich mal eine schöne Kreatur draußen und dann sowas. Das gibt's doch nicht. Ja, wir sind echt hier vom Pech verfolgt, liebe Leute. Ich weiß auch nicht, was das soll. So, wir könnten jetzt hier das spielen und ich kriege auch keine Kreatur gerade. Das ist ein bisschen problematisch, weil Länder habe ich jetzt eigentlich schon mehr als genug draußen. Ich meine, ich kann mir immer noch mehr Länder holen. Aber weiß nicht, was das bringen soll, ehrlich gesagt. So, weiter geht's. Angreifen werde ich jetzt natürlich nicht. Der würde nämlich die Kreatur einfach ablocken und dann wäre sie tot. Er kann jetzt für 9 Schaden angreifen. War klar. Zack, jetzt haben wir nur noch 6 Lebenspunkte. Wenn wir jetzt gleich keine Kreatur... Ach, okay. Haben wir eigentlich eh schon verloren. Okay, man merkt schon, dass man es ziemlich schwer hat, wenn man hier nur mit so einem Deck spielt, was nicht so wirklich ausgereift ist, oder wie auch immer man das nennen möchte. So, dann spielen wir mal eben den Remasuri. Dann hau ich den hier noch rein. Der sorgt dafür, dass alle nochmal 1-1 draufkriegen, nämlich für jede Kreatur,
die den gleichen Typ hat. So, und ich brauche eigentlich jetzt gar nicht mehr angreifen, ich kann eh nichts reißen. Er kann gleich mit 4 fliegenden Kreaturen angreifen und mich kaputt machen. Ich würde sagen, das Duell wird neu gestartet. Und das sieht doch fast so aus, als ob wir hier wirklich mit Chandra spielen müssten. Ja, das ist auch eine scheiß Kartenhand. So, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Da könnte ich mir zumindest hier mit dem wuchernden Wachstum noch schnell ein Land geiern. So, dann hole ich mir erstmal eine Ebene rein. Die bräuchten wir hier für die Kreatur sowieso. Zack, einmal die Ebene bitte. Bitte, danke. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es diesmal ein bisschen besser läuft. Ja, alles nicht so einfach hier. Mit so einem Deck, was überhaupt noch gar nicht gut dasteht. Gerade mal 3. Ne, gerade mal 7 Karten oder 8 Karten freigespielt. Wenn man dann überlegt, dass wir ja 5 Karten dadurch bekommen haben, dass wir hier diese Booster-Dinger freigeschaltet haben, dann ist es echt wenig. So, nächste Runde kann ich den Verteidigungs-Remasuri spielen hier. Ach so, den Stählern, den Remasuri, sorry. Und er greift an, war klar. Wir haben ja auch nichts entgegenzusetzen. Ich denke mal, der wird gleich auch noch wieder die 1-1er rausspielen. Ja, nee. Oh, immer wenn ein anderer Mensch reinkommt, dann bekommt das Viech hier wieder 1-1 dazu. Ist auch eine ziemlich nette Kreatur. So, aber jetzt sieht es doch schon mal ganz nice aus. Dann spielen wir jetzt die erste Remasuri-Kreatur. Das heißt schon mal für uns, wir können immerhin abblocken. Ist auch schon mal was wert. Abblocken geht immer. Er wird wahrscheinlich trotzdem... Oh, ne, das gibt's doch nicht, dieser scheiß Unholdjäger, ey. Ah. Also langsam wird's echt kritisch. Also ich könnte mir vorstellen, das wird hier nichts mit unseren lieben Remasuri-Kreaturen. 3 Schadenspunkte wieder bei uns reingedrückt. So, dann spiele ich doch mal eben das Gebirge und dann kommt die Kreatur hier rein. So, jetzt habe ich eine 5-3er-Kreatur draußen. Mal schauen, wie lange. Mal gucken, ob jetzt wieder der Weg ins Exil kommt oder ob wieder irgendwas hier einfach so weggenommen wird. Er spielt auf jeden Fall erstmal wieder 2 Kreaturensteine rein. Dadurch wird die eine Einheit natürlich dazu einer 4-4er direkt. Und da kommt der Weg ins Exil. Und ich kriege hier echt Blitzherpes. Ey, das ist doch nicht normal. Da will man hier mal ganz in Ruhe die Rachekampagne beginnen und dann wird man hier gleich so richtig auf die Fresse bekommen für. Das ist doch nicht schön. Na gut, ich habe hier auch den Weg ins Exil. Dann mache ich es jetzt einfach mal genau... Oder soll ich mir meine Kreatur wiederholen? Ne, die 4-4er muss weg, eindeutig. Er darf sich dafür noch eine Standardlandkarte holen. Viel Spaß damit. Aber immerhin bekommen wir jetzt nicht mehr so viel Schaden ab. Trotzdem ist die Runde eigentlich schon wieder gegessen. Ich weiß gar nicht, warum wir hier noch spielen. Ich glaube, wir könnten theoretisch schon wieder direkt aufgeben. Mal schauen, was jetzt wieder für eine Kreatur kommt. Jetzt kommt der wieder rein. Sag mal, willst du mich natzen oder was? Komm schon, ich brauche jetzt... Ja, und ich kriege ein Kultivieren. Boah, sehe ich aus, als ob ich hier irgendwie eine Baumschule aufmachen will oder was? Ne, das bringt nichts. Jetzt bekomme ich 5 Schaden, dann habe ich noch einen Lebenspunkt. Das schaffe ich ja nie und nimmer. Wie soll das passieren? Nachher, da braucht nur eine fliegende Kreatur reinkommen. Eine 1-1er. Jetzt bekommen die auch noch alle. Ja, komm, gekackt. So, ich werde das Duell jetzt einfach mal aufgeben hier an der Stelle. Und dann müssen wir wohl oder übel jetzt mit Chandras Deck mal wieder spielen. Jetzt weiß ich nicht genau. Das ist, glaube ich, jetzt gerade nicht auf 60 Karten beschränkt, weil die 5 Karten, die freigeschaltet wurden, mindestens noch mit rein sind. Und ja, so viele Länder, das ist ja mal schön. Kopiere einen Spontanzauber deiner Wahl haben wir hier. Und hier haben wir nochmal Enttappe alle Kreaturen. Ist eine schöne Kartenhand, weil ich gar nichts machen kann. So, wieder recht viele Länder. Falls eine Quelle... Blablabla. Bla bla. Schon wieder nichts Vernünftiges. So, zu Beginn des Verschiebs der 2 Schadenspunkte zu. Okay, hier habe ich nochmal
3 Schadenspunkte und hier hätte ich auch nochmal 4 Schadenspunkte. Ja, okay, mit der Kartenhand kann ich denn schon mal vielleicht ein bisschen mehr anfangen. Ein bisschen vielleicht. Oh Mann, ey. So, mal schauen, wie schnell er jetzt mit Kreaturen rauskommt. Gleich in der ersten Runde, klar. Keine Sorge, ich kann nicht hell sehen oder ihr habt auch gerade kein Leck oder so. Ich hab's nur gesehen, weil der in die Kampfphase gegangen ist. Normalerweise geht's sonst direkt zu beenden rüber. Ja. Dann würde ich sagen, hau ich einfach diese Kreatur direkt weg. Bye, bye. So, wir könnten natürlich auch hier das hier irgendwann mal spielen. Das macht nämlich schön 2 Schadenspunkte jedes Mal. Und das ist nämlich ziemlich nice. Da müssen wir nur sicher sein, dass er nicht irgendwelche Kreaturen auf einmal rausspielt und wir blöde dastehen. Jetzt kommt der schon wieder ins Spiel. Sag mal, habe ich mich irgendwie... Ach nee, jetzt kommen die beiden ins Spiel, okay. Ich wollte gerade sagen, habe ich mich irgendwie unklar ausgedrückt. Was haben wir hier eigentlich? Der Typ ist nice, okay. Der Flanke befügt einer Kreatur dem Spieler dann mal 1 Schadenspunkt zu. Einem anderen 2 und noch was anderem 3, okay. Wenn ich das jetzt spielen würde, hätte ich die Arschkarte, weil er kann gleich angreifen mit 2 Kreaturen und dann würde ich vor ihm sterben. Damit kriegst du mich nicht am Arsch. Scheiß Siegesmund, ey. Mit seinen wehenden Haaren, der goldene Ritter. Oh, eiteitei. Okay, er spielt nix. Merkwürdigerweise spielt er nix. Und ich kann jetzt hier eine Kreatur spielen. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Bla bla bla. Eine 2-1er-Kreatur. Und dann würde ich sagen, geben wir uns einfach mal direkt selber Eile. Dann kann ich nämlich hier richtig schön nochmal 2 Schadenspunkte reindrücken. So wie er es bei mir auch gemacht hat. Ha, jetzt sind wir quitt. Und zack. Sehr schön. Wollen wir mal schauen, wie er reagiert. Was wird er als nächstes spielen? Er geht erstmal die Kampfphase über. Wahrscheinlich greift er nur mit einem an. Nee, doch nicht. Okay. Dann spielt er wahrscheinlich jetzt noch eine neue Kreatur, von der ich noch nichts weiß momentan. Yo, zum Beispiel den da. Den, ja klar. Warum kommt denn jetzt zufällig wieder dieses Unholdviech rein? Ey, das ist nicht normal. Also ich habe das Gefühl, ich werde hier nur noch verarscht. So, jetzt habe ich zweimal dieses Ding. Was soll mir das bringen? Was soll das bringen? Ich kann schon wieder nichts machen. Ich brauche Länder. Das wird schon wieder nichts. Ich verliere jetzt auch hier mit dem Shanra-Deck. 3 Schadenspunkte. Mal schauen, was der danach wieder rausbringt. Alter Vater. So, wenn ich jetzt mal ein Land kriegen würde, wäre ich glücklich. Och, danke. So, jetzt kann ich hier ein bisschen was spielen. Shanras Gewalttag fügt einer Kreatur 4 Schadenspunkte zu. Könnte ich ja gegen die dort machen. Oder den hier holen. Immer wenn der angreift, kannst du ihn einer Kreatur deiner Wahl, die der verteidigende Spieler kontrolliert, Schadenspunkte in Höhe seiner Stärke zufügen lassen. Okay. Ist eine ziemlich nette Karte. Die spiele ich erstmal. Wahrscheinlich kommt jetzt aber der Weg ins Exil oder sowas. Und ich muss hier wieder richtig ausrasten. So, ich glaube da noch nicht dran, dass ich die behalte. Ah ja, da kommt erstmal eine Kreatur ins Spiel. So, was hat er jetzt vor? Jetzt kommt der nächste Unholdjäger. Ja, mit Sicherheit, ey. Ey, das ist doch nicht normal. So, 3 Schadenspunkte, ja, das kann ich verschmerzen, gerade mal so. Jetzt muss ich mir trotzdem den wieder per Zauberspruch holen. Was habe ich denn hier noch Schönes? Immer wenn ein Gegner in einem roten Spontan eine Hexerei. Achso, dann kann ich die wieder auf meine Hand zurückholen. Das ist eine 2-2er-Kreatur. Mit Fliegen und Eile, wa? Ja. Hilft mir aber nicht so wirklich. Ich glaube, ich muss hier eine Kreatur zerstören. Nämlich die hier. Da bekomme ich immerhin meine 4-4er-Kreatur zurück. Ich wollte schon sagen, wo ist meine Kreatur, ey? Sonst wäre ich aber Amok gelaufen. Das bedeutet schon mal, dass er nicht angreifen kann. Es sei denn, der Weg ins Exil kommt jetzt wieder oder so. Oder noch so ein Ding. Oh, das ist doch nicht... Wie viele Zauber von diesen beschissenen Sachen hat er eigentlich?
1, 2, 3, 4, 5 Schadenspunkte für uns. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Was haben wir jetzt hier Schönes? Flammenausbruch fügt jede nicht fliegenden Kreatur und jedem Spieler 3 Schadenspunkte zu. Oh, okay, 3 Schadenspunkte, das ist natürlich viel. Aber ich würde eh sterben nächste Runde sonst, deswegen müssen wir es eigentlich einfach mal riskieren. So, jetzt bekommen wir immerhin unsere Karte wieder. Und der haut sich dann auch mal wieder selbst Eile drauf. Dann dürfen wir nämlich unsererseits jetzt erstmal angreifen. Und wow, wir haben ihn auf 11 Schadenspunkte runter. Wuhu, wir sind so pornös. Naja, eigentlich nicht. Er wird wahrscheinlich irgendwas Krankes wieder spielen. Zum Beispiel so einen bannenden Engel. Ja, mach doch. Den muss ich aber irgendwie töten. Ich habe aber nicht genug Mana, oder? So, bekomme ich jetzt genug Mana? Deiner Wahl 3 Schadenspunkte. Das reicht nicht, der hat 5. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Obwohl ich könnte natürlich... Okay, mal schauen. Hat der Erstschlag hier? Ja, scheiße. Oh, okay, das bringt mir dann ja gar nichts. Dann muss ich es anders machen, leider. Dann muss ich leider den Phoenix spielen. Und dann muss ich den leider opfern nächste Runde. Ansonsten würden wir nämlich draufgehen, liebe Freunde. Und wahrscheinlich kommt jetzt eh der Weg ins Exil oder der da. Oh. Gegen wen? Okay, alles klar, hat sich erledigt. Duell wird neu gestartet. Ich will den noch platt machen jetzt in dieser Folge. Ich habe keine Lust, euch jetzt noch Ewigkeiten hier mit diesem Duell zu fesseln, in Anführungsstrichen. Zersetzen fügt einer Kreatur deinem Spieler dann, weil x Schadenspunkte zu... Kann nicht regeneriert werden, okay. Das ist die Gewalttat, das ist hier wieder die mit Eile. Und wir haben aber wieder nur 3 Länder. Wir behalten die Kartenhand einfach mal. Wir müssen hoffen, dass wir noch ein paar Länder dazu bekommen. So, Hauptphase von ihm und er bringt direkt eine Kreatur ins Spiel. Oh, wo sind wir denn hier? Bei Wünsch dir was oder wie? Gib es doch nicht. So. Und direkt weiter geht's. Kann auch nicht sein, dass selbst Chandras Deck hier machtlos ist gegen Sigismund. Da glaubt ihr doch selber nicht dran. Könnt ihr mir nicht erzählen? So, einen Schaden nehmen wir ja nochmal gerne mit. Das ist kein Problem. Da werde ich noch nicht den Aufstand proben. Wegen sowas. So, mal gucken, ob er jetzt weiter angreift. Er weiß ja eigentlich schon, dass ich wahrscheinlich nicht blocken werde. Die 2-1er-Kreatur will ich ja nicht verlieren. Aber eigentlich ist das eh dämlich. Oh ne, er greift nicht an. Okay. Und wir haben noch ein weiteres Land bekommen. Sehr schön. So, ich könnte jetzt hier Schadenspunkte zufügen. Das spare ich mir allerdings. Das lohnt sich nämlich erstmal noch nicht für uns. Weil der Typ da drüben würde eh zu einem Geist werden, wenn er gespielt wird. Jetzt... die Hauptphase. Und es kommt der 2-2er. Oh, und der macht die Leute wieder stärker. Ja, den Typen kenne ich doch. So, wir haben aber... Oh, sehr schön. Wir haben jetzt noch einen Mana bekommen. Das hier nicht. Ich glaube, die Gewalttat könnten wir mal machen, oder? Hauen wir mal eben die Gewalttat rein, würde ich sagen. Gegen den Kommandanten. Ja, der verstärkt sonst nämlich so ziemlich krass die Armee von ihr, von ihm. Darauf habe ich mal gar keinen Bock. Und nächste Runde können wir schon den Diener des Feuers spielen, der dann dafür sorgt, dass wir doppelten Schaden mit unseren Zaubern zufügen dürfen. Das ist eine ziemlich geile Sache, vor allem, weil wir dort hinten die Axt haben, die 5 Schaden zufügt. Fliegend. Solange ein Mensch kontrolliert, ist er unzerstörbar. Was soll die Scheiße immer mit unzerstörbar? Ey, das ist doch so nervig. So, wie machen wir das jetzt?
Der wird jetzt die ganze Zeit angreifen, das ist ja klar. Deswegen muss ich eigentlich den Menschen zerstören. Aber nicht mit der Gewalttat, sondern hiermit, glaube ich. Ne, einer reicht ja. Kreatur, einmal den da bitte. So, ein Problem weniger. Angreifen werde ich jetzt natürlich nicht, weil dann stehen wir ziemlich doof da. Sigismund kann jetzt aber angreifen, ohne Sorgen zu haben, dass was passiert. Vor allem, falls er jetzt irgendwie noch eine Kreatur spielen kann, noch eine Menschenkreatur, dann stehen wir ziemlich doof da. Und er spielt nochmal eine Mönchin. Scheiße. Dadurch ist das Viech da wieder unzerstörbar. Oh, und hier kommen gleich noch diese Flieger mit rein. Na gut, was habe ich denn hier Schönes? Fliegend Eile, immer wenn ein Gegner ein Blablabla. Ach, das ist der Phoenix wieder, genau. Ja, ist jetzt die Frage, was machen wir denn jetzt? Spielen wir den oder machen wir die Gewalttat? Die Gewalttat. Ja, muss ich ja eigentlich machen, ne? Einfach nur, damit der da andere da wieder nicht unbesiegbar ist. Aber bringt mir eigentlich auch schon wieder nichts. Weil jetzt stehe ich ja wieder komplett nagelig da. Und Sigismund kann sich da einen Spaß draus machen. Und mir wieder 7 Schaden zufügen. Und wahrscheinlich kriegt er jetzt gleich wieder einen Menschen. Und dann gucke ich wieder doof aus der Wäsche. So, wenn er jetzt einen Menschen kriegt, ja, okay, das war's. Das war's für uns, weil wir können nächste Runde wieder nichts machen. Es sei denn, ich kriege jetzt einen Zauberspruch, wo alle loyal, jetzt klau mir doch wieder den einzigen, den ich noch habe. Wieso hasst der uns so? Was das hier schön ist, kopiere einen Spontanzauber oder eine Hexerei deiner Wahl. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Ja, bringt mir jetzt leider gar nichts, weil ich hiermit nur 5 Schaden mache. Hätte ich jetzt den hier schon draußen, dann wäre es schon wieder was ganz anderes. Bringt mir aber nichts, soweit ich das sehe. Nee, ich kriege auf jeden Fall die 7. Obwohl, nee, Moment. Ja, er kann ja gleich mit noch mehreren angreifen. So, der hat Eile. Ich gebe natürlich nicht auf. Ich weiß nicht, ich bin einfach hier der Hoffnung, dass jetzt irgendwie was total Stranges passiert noch. Ja, ah, jetzt kommt der Unholdjäger. Okay, alles klar, ich gebe doch auf. Ich gebe doch auf. So, ich werde das Shanra-Deck nochmal ein bisschen neu sortieren, Leute. Und dann werde ich wohl oder übel noch ein drittes Video machen, wo wir gegen Sigismund antreten. Alter Vater, der Typ, der will es wirklich wissen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und auch vielen Dank für deine Geduld, dass du dir jetzt hier noch einmal das Match gegen Sigismund angeschaut hast. Wie immer könnt ihr mir gerne natürlich in die Kommentare schreiben, was ich alles so falsch gemacht habe. Da wird bestimmt wieder einiges zusammenkommen, leider. Aber ihr wisst es ja, ich bin und bleib Magic Noob. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen. Mach's gut. Ciao.